Recht herzlich willkommen zur 132. Folge von Grand Age Medieval. Ja, was müssen wir machen? Gute Frage, ne? Wir brauchten Geld, was gerade ganz mies aussieht. Da waren wir sogar unter 200.000. Das geht ja gar nicht. Wenn wir jetzt mal gucken, dass wir da mal irgendwie ein bisschen checken, wo da das Problem ist, oder? 200.000, wir haben noch in der letzten Folge noch über 300.000 gehabt, jetzt sind wir unter 100.000. Wer hat denn das ganze Geld da weggenommen? Hier ist auch nichts sonst. Wo sind die drei Einheiten? Da. Truppen in der Stadt tatsächlich, das ist aber zu wenig. Da ist ein Händler, wie geht's dem? Der läuft da rum. Ah, jetzt haben wir wieder 300.000. Dann haben die was aufgenommen. Teuer. Und haben das dann irgendwo hingebracht und gut verkauft. Oder wie ist das? Frosch im Hals. 340, okay. Was macht er jetzt hier? Mal gucken. Nix. Lohnt nicht. 320 und er geht jetzt. 320, hat sich jetzt auch nicht viel geändert da. Was ist das für ein Händler? Der macht die Kurse. Von da nach da, okay. Der Händler geht da runter. Oh, der hat aber einen weiten Weg, ne, ob das so richtig ist. Und da mal. Einer kürzt die Tour. Der macht die Tour. Okay, das geht ja noch. Aber das hier, ne? Ah ne, das ist die hier unten. Das ist ja auch noch gut. Wo ist denn der andere jetzt? War das der? Ne, das war der, ne? Ich glaube, den müsste man mal einen kürzeren Weg geben, glaube ich. Das kann ja alles noch richtig sein, aber da oben... ist ja viel zu lange unterwegs, oder? Wo ist denn der jetzt gelaufen, da unten? Okay, Rechtsklick geht weg. Und... ah, das heißt, hier unten geht's als erstes weg, ne? Okay, das passt. Aber wir wollten ja nicht hier unten kürzen, sondern wir wollen oben kürzen. So, da lang. Ne, das war jetzt verkehrt. Da lang, dort lang. Dann da lang. Dann da vielleicht und dann dort. Entweder im Endeffekt... und da bin ich ja auch schon irgendwo Kreuzende haben, ne? So, naja, aber lass mal so laufen. Route läuft. Dann nimmt er jetzt den Weg. Da ist auf jeden Fall diese Stadt nicht mehr drin, weil die haben wir ja schon woanders drin, ne? Die macht der hier mit, ne? Ja. Der geht ja hier hin und dann da hin. Da könnte natürlich die Stadt auch noch mitnehmen, ne? Naja. Und von hier aus geht's auf jeden Fall weiter runter. Handelsrouten mehr schön, wenn ich die einen nach dem anderen jetzt hier durchblättern könnte. Kann ich aber, glaube ich, auch, ne? Indem ich einen auswähle und dann hier weitermache. So. Der berührt den anderen nicht. Der geht einen Schritt da drunter her. Der macht hier den Süden. Berührt den anderen auch nicht, weil der hatte da das Ende, ne? Ja. Nochmal. Ja, das würde keinen von den dreien verbinden. Ja, hier haben wir jetzt eine Verbindung von da nach da. Das passt dann. Aber macht das Sinn?
Müsste gucken, ne? Wo läuft der lang? Der läuft da lang, das ist auch okay. Und diese Verbindung hier nach da, gibt es auch auf einer anderen Route wahrscheinlich. Das ist die obere Geschichte, die ist auch okay. Dieses von da nach da ist schon in einer anderen Route drin. Macht jetzt nicht wirklich Sinn, oder? Das ist da, das ist okay. Und das ist auf dem östlichen Bereich, da im Norden. Ah, jetzt geht es mir um den Sack her. Wo ist das? Wer klaut denen da die Sachen? Ist hier eine Truppe von dem Gegner? Wahrscheinlich, ne? Wird nicht lang dauern. So sieht's aus. Die überfallen uns da immer, ne? Das wollen wir jetzt aber nicht mehr. Ja, für uns sieht's schlecht aus, so wie ist das? Auf, auf! Passiert da was? Händler ist auf jeden Fall diesmal durch. Unsere Pferde sind gleich über. Sind das jetzt die restlichen Truppen, die da gerade kaputt gehen oder was? Nein, ne? Das sind nur die Pferde, die jetzt gerade verlieren. 2 zu 3, 1 zu 2. Und wer überlebt? Rot oder braun? Braun. Läuft, ne? Jetzt greifen die an und da kommt der Nachschub vom Gegner und dann war es das. Ja, toll. Geld ist auch wieder weniger. Hier ist Stau, passiert auch nichts. Können wir schon mal sein lassen. Ah, die 12. sind, na, guck, da kommt immer mehr vom Gegner, das bringt uns also auch nicht weiter. Toll. Ach, das ist nur eine, ne? Die andere ist schon geschlagen. Läuft. Haben wir gar keine Verteidigung in diesem Moment mehr. Tja. Das läuft gerade schlecht. Hier ist eine Hungersnot. Ja, da muss man einfach die Händler vielleicht nochmal überdenken, oder? Kann man das wegschieben? Ne. Ja. Einkäufe, Verkäufe, Unterhalt, 6, 5 plus. Der macht Minus. Plus, geht so, Minus. Alle Touren müssen wir eigentlich gucken, ne? Da oben ist er jetzt Plünderung 4, haben wir 100.000 verloren fast. Der hier macht schon 1,3 Miese, aber jetzt ist er gerade im Plus. Milos Dusan. Wo läuft ein Milos Dusan rum da? Ja, das ist auch eine Route, die voll Blödsinn ist, weil wir da eine Route haben, die da lang geht. So. Ja, das ist klar. Das heißt, der ist da. Nicht. So, jetzt ist es weg, genau. Antalya brauchen wir erstmal nicht. Wir gehen hier den Weg. Nehmen wir Konstantinopel mit. Nehmen wir das mit. Das mit und das mit. Obwohl das auch schon wieder so eine Geschichte ist, ob das richtig ist. So, und dann lassen wir diese Dusan mal laufen.
Ach so, aktivieren müssen wir noch. Ach, wenn wir hier drin sind, ist ja Pause, ne? Läuft, ne? Naja. Handelsrouten. 1.332.000. 280, okay. Sophia hat kein Material. Bauwaren fehlen. Metallwerkzeuge oder Metallwaren fehlen, okay. Müssen wir die kriegen? Da sollte ein Händler sich drum kümmern dann, ne? Ja. Ist die Frage, ne? Wie wir das mit den Händlern machen. Lassen wir das so, teilen wir das neu auf. Schwierig. Eigentlich müssten wir es neu verlegen, ne? Alle runternehmen und nochmal neu dann die Touren machen. Sollten wir das mal? Schwierige Frage. Ah, schon wieder irgendwo eine überfallen worden. Das ist hier Feindgebiet sozusagen. Wir können keine Leute hier machen, das ist unser größtes Problem. Hier wird keiner ausgebildet. Machen wir da 3 Stück erstmal von, ne? Oh, wir haben über 400.000. Beim Geld tut sich gerade was. Was macht denn unser Milos Dusan? 3.000 weniger. Schlechter. Ja. Müssen wir erst so laufen lassen, denke ich. Ist nicht die tolle Lösung. Was macht man da, ne? 450. Der Händler ist zum Beispiel jetzt in der Stadt. Das ist der, der oben quer geht. Mirko Vukovic. Der macht, glaube ich, ganz gute Zahlen, ne? Sehen wir ja gleich. Noch auch noch nicht mal gerade 50.000. Ach doch, hier 6 Millionen plus läuft, ne? Ja. Den lass mal laufen. Der ist gut. Aber wie sind die nächsten? Das ist die Frage. Ich bin der Meinung, dass wir die alle runterschmeißen erstmal. Und wieder überfallen. Und bestimmt wieder da unten bei Sophia. Genau so ist es. Das gefällt mir nicht. Das ist hier jetzt gewesen, ne? Aber da ist noch nicht mal einer fertig von den dreien. Da fehlt es jetzt auch wieder an Baumaterialien oder was. Bauwaren fehlen, genau. Eisenerz waren da irgendwie. Wo gibt's denn die? Wer stellt die her? Hier da. Stufe 3. Kann man da mehr bauen? Eigentlich schon, ne? Lass doch ausbauen. Vielleicht sollten wir mal das Ausbauen favorisieren. Das haben wir auch noch nicht gemacht, ne? Oder? Das ist vielleicht noch ein Thema. Gut, aber da kümmern wir uns in der nächsten Folge drum. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.